Guten Tag, liebe Liebhaberinnen und Liebhaber der Musik und der außergewöhnlichen Bilderbücher. Ich habe Ihnen heute etwas Besonderes zu zeigen. Ein Bilderbuch über den kanadischen Pianisten Glenn Gould. Es heißt »So Glenn wie möglich« von Sarah Ellis und Nancy Vaux. Nun werden einige von Ihnen sich fragen, ob es überhaupt möglich ist, über Glenn Gould, diesen exzentrischsten, gefeiertesten Pianisten des 20. Jahrhunderts, ein Bilderbuch zu machen. Wenn man sich dieses anschaut, von Sarah Ellis und Nancy Vaux, dann muss man sagen, ja, das kann man mit ihrem Humor, mit ihrer feinen Linie, mit der kleinen Geschichte, die sie sich ausgesucht haben, das kann man. Sie fragen sich nämlich, was mag er und was mag er nicht? Das ist eine Frage, die uns allen angeht. Was magst du und was magst du nicht? Und so erfahren wir in diesem Bilderbuch, Glenn mag die Natur, die Bäume im Regen, die Bäume im Schnee. Aber er mag nicht die Kälte. Er zieht sich immer warm an, selbst im Sommer, wenn er zum Strand runtergeht, mit warmem Mantel und Schal und Mütze. Er mag seine Tiere, seinen Hund Nicky, seinen Goldfisch, seinen Wellensittich, seine Häschen und sein Stinktier. Aber Menschen in Gruppen mag er nicht. Auf Partys geht er nicht. Er liebt das Klavierspielen, das er bei seiner Mutter gelernt hat, schon als Kind. Und gibt sehr früh Konzerte. Aber nach einer Weile, die Geräusche im Saal, die die Menschen machen, das Applaudieren nach dem Spiel, das mag er nicht. Er sagt seinen Konzerten ab, cancelled, und spielt nur noch in leeren Sälen. Seine Musik wird dann aufgenommen und im Radio gesendet. Da kann er immer und immer wieder das gleiche Stück spielen und das liebt er. So erfahren wir einiges über das Leben von Glenn Gould und können uns auch fragen dabei und mit unseren Kindern oder Enkelkindern, was mag ich, was magst du und was magst du nicht? Das ist also das Bilderbuch »So Glenn wie möglich« und ich hoffe, es macht euch auch ein Stück glücklich, das anzuschauen, dass ihr es auch so mögen werdet, wie ich es mag. So Glenn wie möglich. Und für mich war es eine Freude und Ehre, es zu übersetzen. Tschüss.